Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute haben wir mal wieder ein Opel Astra H hier und es gibt manche Autos, die sehe ich wirklich nur sehr selten und dazu gehört auch dieses Fahrzeug hier. Davon habe ich mehrere im Bekanntenkreis, dieses Auto kommt sogar von etwas weiter weg und ja, wir müssen ein paar Sachen machen und zwar einmal ein Service, ist jetzt nicht ganz so spektakulär, aber das Ding muss auch zur Hauptuntersuchung. Ich werde euch auf jeden Fall, weil wir da morgen gemeinschaftlich hinfahren, natürlich auch die entsprechenden Fahrzeugdaten sagen. Und das Geile ist, dadurch, dass das Auto für sie sehr zuverlässig ist und sie überhaupt keine Probleme hat, machen wir jetzt sogar im September schon die Winterräder drauf, weil sie wird nicht viel fahren und wir hoffen, dass wir dieses Auto erst nächstes Jahr, das heißt in einem Jahr, wieder sehen werden. Ja, so muss das Ganze sein, völlig unauffällig. Und das, was sie hat machen lassen, war natürlich mal den Service, immer regelmäßig. Ich glaube, Zahnriemen war mal dran und eine Bremse hat sie mal gekriegt. Also alles völlig normale Dinge. Ich glaube, der Kilometerstand ist 116.000. Wir werden jetzt eben einmal rucki-zucki den Service machen. Und ich gehe davon aus, so wie dieses Wägelchen aussieht, wir werden trotzdem vorher einmal drunter gucken, weil gerade Ölwechsel, ne, Ölfilter, läuft ein bisschen was runter, müssen wir aufpassen, dass das nicht nachher noch ein erheblicher Mangel wird. Motorölfeucht oder so mit abtropfen. Das wollen wir natürlich nicht. Ich zeige euch das Ding jetzt und dann werden wir mal schauen, was an dem Ding dran ist. Und ich muss sagen, ich sehe dieses Auto wirklich sehr, sehr selten. Also, verrichtet so seinen Zweck, ne? Und ja, sieht also auch gar nicht so schlecht aus. So, hier ist ein 1,6er Ecotec drin. Ölfilter ist hier vorne, ne? Da müsst ihr rausdrehen und solltet ihr natürlich erst rausdrehen, bevor ihr Öl ablasst, weil da immer auch noch Öl drin ist. Wir werden es gleich nochmal im Frostschutz ausspielen und werden nach der Bremsflüssigkeit gucken. Und wir werden natürlich auch mal eben noch den Batterietest machen. Die sieht jetzt zwar noch nicht so alt aus, aber wie gesagt, wir sehen das Auto, wenn alles richtig gemacht wurde, sehen wir das Auto erst in einem Jahr wieder. Und dementsprechend muss es natürlich irgendwo in Ordnung sein. Und Zahnriemen wurde bei 109 gemacht, 8 2020. Also sind wir da absolut im Soll und wir werden uns jetzt mal so die Sache anschauen, ob irgendwas undicht ist, aber sieht erstmal nicht so aus. Ja, viele Kilometer das Ding wirklich noch nicht gelaufen, deswegen gucken wir hier mal. Ne, ist auch alles gut. Ja, also keine schlechte Kiste. Jetzt werden wir mal eben Frostschutz ausspielen und gucken, ob das alles noch in Ordnung ist. Hier ein blauer Frostschutz drin. Das sieht soweit doch ganz ordentlich aus. Jawohl, geht hoch. Wenn man jetzt mal guckt, hier sind auch keine Krümel drin. Hier sind nur Luftblasen drin. Minus 40 Grad sollte vorher, also sollte vollkommen ausreichen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Als nächstes werden wir mal eben die Bremsflüssigkeit testen. Ja, da haben wir 2,5%. Ja, da werden wir aktiv werden müssen. Die werden wir also rausschmeißen, weil wir sehen das Auto ja erst in einem Jahr wieder hoffentlich. Mal eben gucken, dass wir jetzt hier noch den Ölfilter rausnehmen, weil wir werden dann nachher auch noch eine Runde fahren. Aber das ist natürlich so, ne? Hier, das Ding geht relativ simpel und einfach raus. Bestellt habe ich diese Teile bei Autohupe. Autohupe.com, einfach in euren Browser eingeben. Danach gebt ihr eure Fahrzeugdaten ein und wählt die entsprechenden Produkte aus. Schaut nochmal nach rechts und nach links, ob ihr noch irgendwas braucht. Und dann könnt ihr auch direkt auschecken, entweder über PayPal direkt oder ihr legt ein Kundenkonto an. Ihr habt gute Versandkostenpreise, gute Programmbreite, ihr habt Support mit Telefon, WhatsApp und E-Mail. Was soll schon schief gehen? Einfach mal ausprobieren. Rest findet ihr unten in der Videobeschreibung. Gut, machen wir den mal eben neu. Na, ihr seht, hier ist einfach nur ein Gummidichtring. Der sollte bei dem Ölfilter schon mitgeliefert werden. Ohne macht es wenig Sinn. Wir werden keinen Luftfilter machen. Wir werden auch kein Innenraumluftfilter machen, weil A steht das Auto in einer Garage, ja, da braucht man sowieso nicht ganz so häufig den Innenraumluftfilter wechseln, als wenn ihr zum Beispiel unter Bäumen parkt, ne? Das kennt ihr ja bei mir ist immer der Wasserkasten, ist alles voller Blätter, das heißt, da muss man dann natürlich auch mal früher aktiv werden und hier werden wir das jetzt ganz einfach mal lassen, weil ich habe gesehen, so viele Kilometer ist sie jetzt natürlich auch nicht gefahren, aber zuverlässig. Also ich muss sagen, sie kommt von weiter weg und dass sie mich jetzt mal angerufen hat, hat gesagt, immer mein Auto läuft nicht, das ist so gut wie nicht vorgekommen. Nee, ist eigentlich gar nicht vorgekommen. Das haben wir bis jetzt immer hier so wunderbar hinbekommen. Ne? Also ihr müsst natürlich jetzt nicht immer mega vorausschauend reparieren, aber wenn man denjenigen sagt, hör mal, deine Batterie, erster Frost, schätze ich mal, macht die noch, einen zweiten Frost, macht die Gerätsche oder Kühlerfrostschutz zu gering oder so. Das sind natürlich alles immer so Sachen,
wo ihr, ja, ich sag's mal, wo es relativ einfach ist, derjenige oder diejenige sollte das natürlich dann schon auch entsprechend machen lassen. Und dann hast du kein Theater. Ne? Also es ist wirklich so. Und ich gehe davon aus, dass diese TÜV, also dass die Geschichte morgen mit TÜV nur eine Formsache ist. Und wenn du dann, ich sag mal, einmal im Jahr einen etwas weiteren Weg auf dich nimmst, hast das Auto danach top, taco und brauchst dich um nichts kümmern, ist das auch eine Menge wert. Den Ölfilter dicht dringen müsst ihr natürlich ein bisschen einölen. Ja, ich mache das jetzt so ein bisschen rucki-zucki, weil ich sag mal, ein Ölfilter, das habt ihr alle schon 25 Millionen Mal gesehen. Das müssen wir, machen wir jetzt hier wieder rein und machen den natürlich dann auch entsprechend fest. Das, was wir aber rausschmeißen, weil sie ist also so sicher, dass sie nicht mehr kommen wird, machen wir jetzt im September schon die Winterräder dran. Ja, ist zwar ein bisschen bescheuert, man sagt normalerweise von O bis O, obwohl, ich sag mal, selbst hier in Dortmund kannst du locker bis, ja, ich hätte jetzt so fast gesagt, bis November noch mit Winterrädern fahren. Aber sie möchte ja jetzt nicht nur wegen Winterrädern hier hinkommen. Ne? Das macht natürlich auch so keinen Sinn. Also ist das das erste Auto, wo wir in diesem Jahr die Winterräder dran schrauben. Und wir haben heute den, ich will mal eben gucken, ich weiß nicht, wann das Video kommt, aber wir haben heute den 3. September. Ist vielleicht ein bisschen früh, aber sie sagt, sie fährt nicht so viel und ja, möchte natürlich dann, auch wenn es hart auf hart kommt, dann nicht einfach nochmal hier hinkommen, weil dann wird es ja meistens in den Werkstätten oder in den Garagen, beim ersten Frost wird es ja dann doch schon ein bisschen hektisch. So, ziehen wir den Ölfilter nach und dann gucken wir uns das Ding mal an, ob wir da irgendwelche Mängel oder Probleme sehen werden. Ich bin echt gespannt. Ich habe das Ding gerade reingefahren, Motorkontrollleuchte brannte nicht, deswegen werden wir da auch erstmal nichts machen. Bremsflüssigkeit, die schmeißen wir allerdings raus. So, das Gehäuse ist aus Plastik, etwas überhand warm festziehen und gut ist. Auf den Plastikgehäusen steht in der Regel ein Drehmoment drauf. Ne? Nehmt einfach einen Drehmoment und dann ab dafür. Ja, ich werde jetzt, oder wir werden jetzt gleich das Bremsflüssigkeitswechselgerät dran machen. Da habe ich auch was Neues, das hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Und ich finde es also wirklich richtig cool. Und ja, wir schmeißen die Bremsflüssigkeit raus. Wir müssen sowieso die Räder abmachen, wir müssen die Winterräder dran schrauben. Und wir haben jetzt 2,5% Wassergehalt. Also ganz ehrlich, ja, du kannst jetzt warten, bis du da 4 oder 5 hast. Ja, aber komm, in einem Rutsch ist doch gut. Ja? So, dann schmeißen wir noch mal eben. Die Batterie sieht jetzt noch nicht so alt aus. Aber wir schmeißen jetzt mal eben den Tester dran und gucken mal, was das Ding hier so sagt. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen verdreht. Wir sagen Enter, wir sagen erstmal Speicher löschen, Enter und sagen GFZ, Enter. Es ist eine normale Batterie, die das kann man schlecht lesen, 460 hat sie, also 460. Ja, komm schon. 460. Ah, ah, 460. Und Enter. Spannung 12,4. Prüfung. Test okay. 321 sind noch drin. Vielleicht werden wir da mal das Reparaturprogramm drüber laufen lassen. Der Wagen bleibt ja eh hier drin stehen. Ja, da fehlt jetzt ein bisschen Performance, aber ganz ehrlich, Leute, ich glaube, da brauchen wir noch nichts neu machen. Ne? Und wenn das Auto natürlich immer in der Garage steht, dann wird die Batterie natürlich im Winter auch nicht so extrem belastet, ist gar keine Frage. Aber wenn das Auto dann mal draußen steht, ja, dann springt er womöglich am anderen Tag nicht an. Deswegen ist eine Garage zwar cool und kann natürlich auch die Lebensdauer eines Autos so ein bisschen verlängern, auch der Batterie. Aber wenn sie zu schlapp ist, sollte man sie rauswerfen. Ich denke mir, dieses Ding werdet ihr auch kennen, das mit dem Reparaturprogramm, das werden wir auch gleich anschmeißen, weil das läuft so zwischen 9 und 12 Stunden, das ist immer ein bisschen unterschiedlich und das werden wir zum Schluss machen. Wir haben natürlich jetzt 7:15, das heißt hochlassen, wir werden einmal drunter gucken, ich werde in der Zeit die Räder abschrauben. So Leute, das Ding hatte ich euch ja schon mal gezeigt, funktioniert auch wunderbar. Ja? So, jetzt werden wir Bremsflüssigkeitswechsel machen. Wie gesagt, einmal alles in einem Rutsch durch
Und dann hätte sie theoretisch, wenn sie wirklich jetzt hier bei mir im nächsten Jahr wieder die Sommerräder ranbauen will, die erste Fahrt wieder hier hin. Ja. Aber manchmal lohnt sich das eben einfach nicht, nur für einen Räderwechsel da jetzt, keine Ahnung, wie viele Kilometer zu fahren. Ja. Aber jetzt haben wir hier Service, Räder, Bremsflüssigkeit, TÜV, machen wir doch mal eben. So, das haben wir theoretisch auch fertig. Jetzt habe ich natürlich unten so einen Tropfen auf dem Boden. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Bremsflüssigkeit, ne? Dann müssen wir natürlich das am Lüfterventil alles sauber machen. Und wir müssen natürlich nochmal am Ölfiltergehäuse schauen. Denn da kann es auch mal sehr gerne runterlaufen. Ne? Gerade wenn ihr so die Deckel abdreht. Aber wir schauen das Ding jetzt einmal von unten an. Ich bin jetzt nicht gefahren. Ich bin jetzt nur von der Garage aus hier reingefahren. Ich hoffe nicht, dass wir da, wenn wir da jetzt heute Morgen, wenn wir da jetzt morgen früh, so ist richtig, zur Hauptuntersuchung fahren, dass wir ein böses Erwachen erleben. Rumpelpumpel haben wir also praktisch. Werden wir nicht machen. Ne? Aber wir schauen drunter und das ist das, was wir jetzt machen. Was natürlich immer, ich sag mal, der Mega-Knackpunkt bei diesen Kisten ist, sind die Koppelstangen. Da gibt es eine Kunststoff und ich meine, es gibt eine Metallversion. Ich glaube, beide halten gleich schlecht. Ja? Das kann natürlich schon immer Thema sein. Ne? Also wahrscheinlich wäre es doch gar nicht so schlecht, einmal Rumpelpumpe zu machen. Müssen wir gucken, wie spät es wird. Aber wir machen natürlich jetzt die runtergelaufene Bremsflüssigkeit weg und das runtergelaufene Öl weg. Aber gucken trotzdem noch einmal, bevor wir die Räder wieder dran schrauben. Ah, das sind die Dinger hier. Aber die Manschetten sehen heile aus. Das ist gut. Ja, das sieht gut aus. Feder sind auch heile. Das ist heile. Und wie gesagt, hier die Bremsflüssigkeit, das putze ich natürlich gleich alles weg. Aber Lenkmanschette sitzt ein bisschen gammeln tut er. Aber so, ja, hier so Getriebe, das scheint alles dicht zu sein. Motorlager müssen wir gleich mal von unten gucken, beziehungsweise Getriebelager, ob das noch heile ist. Aber geklopft hat jetzt beim Reinfahren nichts. Querlenkerlager sehen auch noch gut aus. Das haben wir hier, die Feder sitzt auch noch. Ja, Bremse ist auch Bombe. Brauchen wir uns nicht drum kümmern. Handbremse, Handbremsseile, da ist nichts verknickt. Auch wunderbar. Ein bisschen lehmig ist er hier, aber das dürfte auch kein Thema sein. Das sieht auch Bombe aus. Da ist auch nichts. Hin und wieder brechen schon mal die unteren Windungen kaputt, aber das sieht auch gut aus. Und hier, klar, ne, wegmachen, aber Bremse ist soweit in Ordnung. Ich glaube, mal gehört zu haben, dass also auch durchaus die Hinterachslage mal ein Thema sein können, aber die fährt sehr viel alleine und auch unbeladen. Da werden wir bei 116.000 Kilometer wahrscheinlich kein böses Erwachen erleben. Das sieht auch gut aus. Und hier jetzt nochmal, ja, heile. Stoßdämpfer sind dicht, das ist auch gut und das ist auch in Ordnung. Ja, Lenkmanschetten, okay, Mensch, geile Kiste. Hier ist auch nichts rostig, gar nichts, alles so wie es sein muss. Da seht ihr jetzt vom Ölwechsel, ne? Also wenn wir das nicht wegmachen, dann wird er uns das bemängeln. Das Motorlager bzw. Getriebelager hier, das ist noch in Ordnung. Ja, die reißen auch hin und wieder schon mal kaputt. Und wenn wir das mit Bremsflüssigkeit wegmachen, die ersten hatten natürlich ein bisschen Theater mit der undichten Lenkung. Hier tropft was, aber das ist von der Klimaanlage, ne, das Kondenswasser. Und hier, ne, wenn man jetzt immer so guckt, alles ganz gut. Aber ihr seht, ne, da läuft schon mal was am Ventil runter. Und das müssen wir natürlich wegmachen. Und wir gucken jetzt nochmal hinten. Und den Rest lassen wir ganz einfach dem Prüfer entscheiden. Wenn man jetzt hier mal so schaut, also Gammel ist da jetzt nicht. Ja, also auch kein Flugrost. Ja, das mache ich gleich. Die Auspuffgummis, wie sehen die aus? Ja, das sieht noch ganz gut aus. Auspuff scheint auch noch heile zu sein. Rest muss der Prüfer morgen machen. Ich glaube, ein bisschen Unterbodenschutz, ein bisschen Hohlraum würde dem Ding ganz gut tun. Aber das werden wir erst nach der Untersuchung machen, müssen wir erst mit ihr sprechen, ob sie das gemacht haben will. Also ich halte das dann schon für wichtig. Ihr seht da an der Bremsleitungsanschluss, das fängt alles so ein bisschen an. Ah, ich glaube, schlecht wäre es nicht. Bei einem Bremsflüssigkeitswechselgerät ist ja nur dieser eine Deckel dabei. Aber ich hatte es ja bei meinem Vorstellungsvideo schon gesagt. Es gibt noch, mal gucken jetzt hier, von dem anderen Wechselgerät passen die Deckel auch. Ja, also hier habe ich euch in einem anderen Video auch verlinkt, kann ich euch auch diesmal unter diesem Video verlinken. Und da sind soweit alle anderen Deckel drin, kosten nicht die Welt. Aber wenn ihr wirklich mal, ich weiß jetzt nicht, einen Asiaten habt oder so, da ist das schon nicht schlecht. Also könnt ihr schon super verwenden, passt also. Dann können wir das jetzt soweit alles abbauen, Öl ist drin. Die Sachen haben wir soweit weggeputzt, Bremsflüssigkeit ist natürlich jetzt auch neu. Und ja. Dann können wir theoretisch noch den Service zurückstellen und dann werden wir morgen zur Hauptuntersuchung fahren.
Licht werde ich nochmal kontrollieren, ob das am brennt, aber das müsste soweit okay sein, sie hat zumindest nichts gesagt. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, ob das Ding so durchgeht. Ja, Fahrzeugdaten, wie gesagt, sage ich euch morgen, Fahrzeugschein ist jetzt drin und ich habe so langsam dreckige Hände. Und dann, wenn alles klappt, werden wir das Ding frühestens im April sehen. Wahrscheinlich wird sie deswegen nicht extra nach Dortmund kommen. Und dann werden wir dieses Auto wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr im September sehen. Ja, also, ihr könnt gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare hauen. Also hier beim Astra war noch keine Lenkung undicht. Der Motorölverbrauch hält sich absolut in Grenzen. Wir haben auch jedes Jahr hier einen Ölwechsel gemacht. Dieses Auto hat sie, glaube ich, mal als Jahreswagen gekauft. Da waren wir unterwegs, da muss man überlegen, weiß ich nicht, 2006er oder so? Ich weiß das jetzt aus dem Kopf gar nicht. 2006 oder 2009 waren wir mal unterwegs und haben das Ding mal von so einem Opel-Händler weggeholt. Und seitdem hat sie das Ding. Nie Theater mit gehabt. Okay, so, ich werde jetzt hier ein bisschen aufräumen und dann hoffe ich mal, dass das morgen nur draufkleben und gut ist. Bevor ich jetzt abhaue, machen wir natürlich eben auch dieses Ladereparaturgerät dran. Das kennt ihr ja mittlerweile. Das ist recht günstig und immer wenn so ein Auto über Nacht hier drin stehen bleibt, laufen die Dinger. Also in der Regel dauert sowas, ja, habe ich glaube ich schon mal gesagt, so zwischen 9 und 12 Stunden, hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der Verfassung der Batterie ab. Ja. Und wir haben schon manche Sachen, manche Batterien noch mal hinbekommen, um sie wenigstens einmal zum Überbrücken zu nehmen. Oder wenn ihr zum Beispiel jetzt hier so ein 12 Volt Bremsflüssigkeitswechselgerät oder so eine Ölpumpe, so eine elektrische habt, geht damit dann noch. Ja, also da kriegt man die Batterie eben gerade noch hin. Natürlich könnt ihr die, wenn die einmal kaputt ist, nicht wieder einbauen und dann sagen, hier, tschüss, fahr wieder. Aber so zum Notbehelf gar nicht so schlecht. So. Einfach an Strom anschließen. Und hierüber konnte ich praktisch den Mode auswählen, Motorrad und Reparatur. Dann macht ihr hier das an Minus und ihr macht jetzt hier Plus an Plus. Und dann läuft das jetzt die ganze Nacht durch. Und dann hört ihr das. Da. Und wenn ihr das nicht mehr hört, ist dieses Reparaturprogramm abgeschlossen. Guten Morgen, es ist also quasi einen Tag später und ja, wir müssen noch Räder festziehen und bevor ich es vergesse, kennt ihr ja, Sprühfett weiß, Türsteller, ne? Optimal für Türsteller, also alles das, was hier so mit Haken und so ein Gedönse ist, könnt ihr damit super machen und natürlich auch hier unten, das Ding zeige ich euch, das Teil ist soweit durch. Zeige ich euch auch und dann fahren wir erst und dann müssen wir gucken, dass wir da jetzt auch möglichst schnell hinkommen, weil da wird bestimmt voll sein. So, hier hört ihr also nichts mehr. Hier steht zwar immer noch Reparatur, aber das Ding ist dann fertig. Also das Geräusch, was ich euch gestern einmal so gezeigt habe, beziehungsweise was ihr hören konntet, habt ihr dann jetzt nicht mehr. Theoretisch ist also praktisch alles durch. Wie gesagt, das Auto hat die ganze Nacht hier drin gestanden. Jetzt nehmen wir noch das gute, das allerbeste Zeug. Und Karaf 79, das Sprühfeld, und ihr seht, es ist einfach nur mega geil. Ich werde natürlich jetzt noch mal eben schnell die Räder nachziehen. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen, weil so mit losen Rädern ist nicht ganz so witzig. Und dann fahren wir hin. Dafür, so, ich wollte euch noch die Fahrzeugdaten sagen. Also sie hat, dieses Auto ist von 2009. Und sie hat das Auto 2013 gekauft. Seit 2013. Kein Theater. Muss man sagen. Nur Wartung, Service und Bremse und Reifen. So, müssen wir erstmal hier den Wind ein bisschen ausmachen. Eieieiei. Klimaanlage aus. Dann geht die Reise auch schon los. Rumpelpumpel machen wir nicht. Sohnemann ist auch schon da. Der will sein Auto eben aussaugen. So, das, was ich gesehen habe. Handbremse. Kann sein, dass er die bemängeln wird, dass wir nochmal nachstellen müssen. Aber wir düsen jetzt erstmal hin, ne? So wie das ist. Ich lasse euch mitgucken quasi. Eine neue Perspektive. Ja, da steht mein Smart. Kennt ihr ja mittlerweile. Und ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Wir probieren ja häufiger mal neue Sachen aus und schauen mal, ob das Ganze so funktioniert. Ach nee, so müsste es eigentlich viel besser sein, ne? Hier manchmal wegzukommen ist auch scheiße. Ja, also Rumpelpumpe denke ich mir machen wir nicht, weil es macht natürlich mehr Sinn,
dass der jetzt einmal drunter guckt. Ne? Und so laufen tut er. Also erste Auto mit Winterreifen im September. Aber so ist das eben. Ne? Es gibt Leute, die sind mit solchen Autos, kommen damit super klar und sind super zufrieden. Und ja, wenn das Ding jetzt einfach mal so durchmarschieren würde, ohne dass wir da jetzt großartig Zicken haben, dann wäre das cool. Aber wie gesagt, Handbremse könnt ihr ja bemängeln. Müssen wir gucken, ob wir die vielleicht gleich nochmal eben irgendwie nachstellen. Ja, 113.122 ist der Kilometerstand. Kontrollleuchten sind alle aus, alles so wie es sein muss. Und ich denke, das wird eine schnelle Geschichte werden. So, Schaltkuppel, das funktioniert auch wunderbar. Ich habe mir jetzt gerade ein paar Minuten laufen lassen, weil er muss ja auch irgendwie durch die AU kommen und die Distanz ist immer in Anführungsstrichen recht kurz, den Motor da warm zu bekommen. Also, ja, ich meine, es ist keine Leistungsmaschine mehr, für eine Wasserflasche, ja, das kann ich auch nicht. Hinten haben wir jetzt die super Räder da drin. Knatsch und quietsch natürlich ein bisschen. Aber bis jetzt muss ich sagen, habe ich nichts gehört. Weder Koppelstangen noch irgendwelche anderen Geschichten. Also gut, gut, gut. So, macht die Ampel grün. Ja, auch Kupplung rupft ein wenig. Jetzt hoffe ich mal, dass nicht so voll ist. Und dass das nur eine schnelle Geschichte werden wird. Gleich kommt ein Ford, den gucken wir uns auch an. Der soll sporadisch Zicken machen. Ich bin mal gespannt, was damit ist. So, das Ding fährt, er ruckelt nicht beim Rausbeschleunigen, ist ein ganz normales, ruhiges Fahren, ohne irgendein Heckmeck. Deswegen sind wir jetzt gleich da und hoffen mal, dass das eine schnelle Geschichte wird. Service müssen wir noch zurückstellen, fällt mir gerade ein. So Leute, wie gesagt, reine Formsache. Also echt kein schlechtes Ding. Achso, ich sollte mich auch anschnallen. Und wie ich schon vermutet habe, Handbremse hat er uns aufgeschrieben als Hinweis. Bremswerte waren aber in Ordnung, aber wenn du den Hebel natürlich bis zum Mond ziehen kannst, ist das Ganze nicht so geil. Selbst der Axtträger, der sah wirklich noch gut aus. Aber hier sollte wirklich einfach mal ein bisschen Unterbodenschutz runter, ne? Beziehungsweise Hohlraumversiegelung. Das Auto steht zwar hauptsächlich in der Garage, aber man merkt doch, dass der Korrosionsschutz jetzt langsam aufgebraucht ist. Ja. Und dann hast du noch was. Ich meine, viel Kohle kriegst du für so einen Stuhl sowieso nicht, also kannst du sowas nur selber nutzen, bis so ein Kasten dann wirklich nicht mehr will. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel sie dafür bezahlt hat. Das war damals kein Schnäppchen, das weiß ich. Ich glaube, der stand beim Opel-Händler, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Da ist natürlich alles immer nicht gerade nach Schnäppchen. Aber sie sagt, sie ist mega zufrieden. Das fahren wir immer eben zurück. Normalerweise ist die Handbremse natürlich selbst nachstellend. Ja? Also ihr macht einmal eine Grundeinstellung und wenn die Bremsklötze oder Bremsbacken sich verschleißen, stellen die sich automatisch nach. Wenn so eine Verstellung jetzt mal nicht hundertprozentig in Ordnung ist, dann kann man die auch mal nachstellen. Ja? Oder wie gesagt, eigentlich braucht man es nicht, wenn die Grundeinstellung einmal sauber gemacht worden ist. Ich denke mir mal, dass die Sättel vielleicht nicht mehr jetzt ganz die besten sind. Die Räder waren aber frei. Bremswerte zeige ich euch gleich. Das heißt, wir stellen jetzt an der Stelle die Handbremse ein bisschen nach. Das geht vom Innenraum. Das heißt, es geht super einfach. Zeige ich euch. Ihr braucht einen 10er Rohrsteckschlüssel. So mache ich das. Es ist ein 10-11er. Und dann stellen wir das jetzt hier entsprechend nach, bis wir so 4 bis 5 Zähne haben. So. Ja, schon besser. So ist besser. Es kann natürlich auch sein, dass die Handbremsseile so langsam aufgeben, ne? Dass irgendwo eine Beschädigung ist an der Außenmantelung und dann zieht ihr praktisch so das Handbremsseil so zusammen. Ja, dann kann das keinen richtigen Druck aufbauen, aber ich gucke noch mal eben, was er hier an Bremswerten aufgeschrieben hat. Vorne 215 zu 214, hinten 116, 115 und 139 und 128 links und rechts jeweils. Also 139 zu 128, das heißt, die Handbremse zieht schon, sie zieht etwas schlechter in Anführungsstrichen, aber absolut im Soll. Und ja, wir haben die jetzt nachgestellt und das war es dann schon. Wie schnell doch die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert.
Okay, letztendlich können wir das Ding wieder auf die Reise schicken. Ich denke, wenn alles so ist, also Korrosionsschutz würde ich hier empfehlen. Kann es sein, dass wir das Auto dann zwischendurch doch noch einmal hier sehen werden. Ja, vielleicht müssen wir es auch gleich mitmachen, vielleicht wird das Auto auch gleich hier stehen. Allerdings ist das schon wieder alles weg, was ich hier habe. Okay, letztendlich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst haut rein. Lasst es euch gut gehen. Baut keine Scheiße. Bis dann. Ciao, ciao.